T-Mobile. Hallo liebe Alltag-Fans, ich bin Enrico Pfister und ich freue mich, dass ihr Arena TV schaut. Hallo und herzlich willkommen hier zum Cashpoint SC Randorf Alltag Arena TV. Diese Woche lernen wir Andy Lienhardt besser kennen und es gibt alle Infos zum Public Viewing am Samstag im Business Club. Den Start machen wir aber mit einer eher schlechten Nachricht. Enrico Pfister verkündete am vergangenen Montag sein Karriereende. Wir waren bei der Pressekonferenz mit dabei. Die Wahrheit ist auch dir, dass ich seit der Knappel-Operation vor gut anderthalb Jahren immer wieder Probleme mit dem Knie hatte. Also es ist nie ganz gut gewesen. Es hat immer täglich ein bisschen besser gegangen. Der eine Tag ist wieder schlechter gewesen, aber es ist immer ein Bestandteil gewesen von meinem täglichen Leben eigentlich. Und ja, es war selber die eine Schiene, dass ich immer das Knie wirklich gespürt habe. Andererseits hat mir immer der Ehrgeiz und der Wille zum da wieder zurückkommen, wieder im Stadion aufzulaufen. Ich habe mich so motiviert, dass ich über die Jahre an den Schmerzen ein bisschen drüber gegangen bin. Und jetzt auch die letzten vier Wochen, wo ich dann die Möglichkeit gekriegt habe zum Spielen, habe ich auch dort alles unternommen mit Schmerzmitteln und Spritzen, dass ich das schaffe. Doch jetzt ist mir dann irgendwann schon in diesen vier Wochen ein bisschen die Erkenntnis für mich gehabt, dass ein Knie, das zu 90 oder 95% gut ist, dass das einfach in diesem Geschäft nicht ganz reicht. Dass das einfach zu wenig ist, zum einem Verein helfen, der Mannschaft zum helfen, aber auch in erster Linie zum deren Erwartungen, was ich mir selber habe, zum deren gerecht zu werden. Soweit Enrico Pfister bei der offiziellen Pressekonferenz anlässlich seines Karriereendes. Im Anschluss daran stand uns Pfisti für Arena TV Rede und Antwort. Ja, kurze Zeit danach geht es mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen, durch das, dass ich die Belastung losgeworden bin, wo mich in den letzten Wochen verfolgt hat. Und ja, dass ich das jetzt öffentlich gemacht habe, bin ich mal froh. Ich bin mir aber sicher, dass in den nächsten Tagen noch Tage die Erkenntnis gehabt wird, dass es einfach vorbei ist. Und ja, schauen wir mal, wie es kommt. Von außen betrachtet schaut es aus wie ein Schnellschuss. Laut deiner Aussage ist es aber war es ein länger andauernder Prozess. Ja, richtig. Für Außenstehende schaut es aus, als ob man jetzt innerhalb von einer Woche dazu entschlossen hätte, um einfach das ganze Fußball zu beenden. Aber dem ist ganz bestimmt nicht so. Ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, der sich sehr viele Gedanken macht. Und ja, das Knie beschäftigt mich schon seit der Operation anderthalb Jahre. Also ich habe anderthalb Jahre Zeit gehabt, um mich gut auf das vorbereiten und mir Gedanken darüber machen. Und das ist alles ganz gut überlegt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es so die richtige Entscheidung ist für mich. Wir wünschen Pfisti auf diesem Wege auf alle Fälle alles Glück und Gesundheit für die weitere Zukunft. Bereits am Samstag können Sie Enrico Pfister beim Public Viewing im Business Club live erleben. Alle Einzelheiten dazu weiß unser Geschäftsführer Christoph Lengle. Wir glauben nach wie vor an die Möglichkeit, Meister zu werden in der ADEC ersten Liga. Am Samstag um 15.15 Uhr findet ja bekanntlich das Topspiel statt, welches auch live auf Sky übertragen wird. Und das nehmen wir zum Anlass, um in unserem Business Club wieder eine Live-Übertragung zu starten. Die Mannschaft also live im TV mitzuerleben. Mit dabei ist auch unter anderem Enrico Pfister. Ja, das ist richtig. Er hat bedauerlicherweise diese Woche seinen Rücktritt vom Profisport bekannt geben müssen aufgrund eines Knorpelschadens. Und er wird am Samstag hier live im Business Club anwesend sein. Wir werden sein Originaldress verlosen und Enrico wird natürlich für Interviews zur Verfügung stehen. Heimspiel für die Cashpoint SC Alltag Amateure. In der Regionalliga West treffen die Rheindörfler am Samstag, den 24. April ab 17 Uhr in der Cashpoint Arena auf den SV Seekirchen. T-Mobile. Werde T-Mobile Insider beim Spiel Cashpoint SC Alltag gegen SC Austria Lustenau und erlebe das packende Spiel aus nächster Nähe. Beantworte folgende Gewinnfrage und sende deine Antwort bis zum 30. April 2010 an sports@t-mobile.at. Kennwort T-Mobile Insider SCA Alltag. Gegen wen wird der Cashpoint SC Alltag das letzte Ligaheimspiel in der laufenden Saison bestreiten?
Gib bitte auch deinen Namen und Handynummer an, damit wir den glücklichen Gewinner auch kontaktieren können. T-Mobile. Die Tombola zugunsten unseres Nachwuchsbusses ist derzeit in aller Munde. Zu gewinnen gibt es ja unter anderem eine Vespa, gesponsert vom Autohaus Rohrer. Thomas Rothneder, der Geschäftsführer, stand uns Rede und Antwort. Der Alltag bekommt einen neuen Mannschaftsbus für den Nachwuchs. Wir hoffen, man kauft viele Lose, damit man die Vespa gewinnen kann. Ist eine tolle Geschichte. Ist auch eine tolle Geschichte für uns. Das Vespa-Geschäft läuft sensationell und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und genauso soll es mit Alltag weitergehen. Und bei Ihnen, das Vespa-Geschäft läuft sensationell, haben Sie erwähnt. Wie bekommt man eine Vespa? Wo kann man die Vespa anschauen? Ja, natürlich bei meiner Tochter, die ist hauptverantwortlich für das. Die Vespa kann man bei uns im Autohaus in Rankl anschauen. Mein Leben ist bunt. Unsere Smartphones auch. Das Samsung Combi mit 7 Wechselcovers und ein Tarif, bei dem jeder gern zuschnappt. Call and Surf Limited, inklusive Freiminuten, SMS und Internet. Nur jetzt statt 35 um 19 Euro. T-Mobile. Nur noch wenige Tage. Machen Sie also mit bei unserer Tombola zugunsten des SCRA-Nachwuchsbusses. Ein Los kostet 2 Euro. Wir sind schon fast am Ende. Kurz vor dem Schluss lernen Sie aber noch einen weiteren Spieler unserer ersten Kampfmannschaft kennen. Andi Linhardt stand Rede und Antwort. Ich bin Andi Linhardt, 24 Jahre, Mittelfeldspieler und Verteidiger beim SCRA Altach. Was wäre aus mir geworden, wenn es nicht zum Profifußballer gereicht hätte? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich konzentriere mich derzeit voll auf den Fußball. Mit welchem Kicker auf der Welt würde ich derzeit tauschen, wenn ich könnte? Ich würde tauschen mit dem Lionel Messi. Der Klassiker in Steckbriefen. Welche drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel? Meine Freundin, mein Hund und ein Fußball. Wenn ich für die sportliche Leitung des Cashpoint SC Randerfalter verantwortlich wäre, welchen Spieler würde ich im Sommer verpflichten? Eben Lionel Messi. Wieso ist genau der Cashpoint SC Randerfalter der Vorarlberger Club? Ich denke, dass der SC Altach am besten geführt wird, am professionellsten und das ganze Umfeld im Verein einfach passt. Der größte Sportler aller Zeiten? Der größte Sportler aller Zeiten ist für mich Pelé. Das war's schon wieder für diese Woche Arena TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinklicken unter www.scra.at. Jetzt heißt es aber Daumen drücken. Morgen Samstag 15:15 Uhr, St. Pölten gegen den Cashpoint SC Randerfalter.